China-Drehmeißel, Runde 2. Servus und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ja, China-Drehmeißel, Runde 2. Ich war mal wieder im Internet unterwegs und habe mir aus China einen Abstechmeißel oder ein Abstechschwert inklusive Halterung und 20 Schneidplatten dazu für 40 Euro bestellt. Und die wurden auch nach 3 Wochen geliefert und die testen wir jetzt mal. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier haben. Das ist einmal, na, hier, Schraubenschlüssel und hier, boah, wieder in so einer stinkenden Plastikverpackung. Einmal den Halter. Boah, da ist irgend so ein. Oh, das wird irgendwie so ein Fett oder so ein Öl sein, was schon hier hart geworden ist. Wahrscheinlich liegt das bei denen schon länger. Ich kenne das normalerweise nur so, dass sie ordentlich eingeölt sind, aber dass das hier mit so einer. Mit so einem festen Fettfilm versehen ist, ist für mich jetzt auch neu. So, dann dazu noch das passende Schwert. Bisschen ölig. SPB 22.6 SP200. Ja, macht doch schon mal echt einen guten Eindruck. Sieht auf den ersten Blick auch schon schön gerade aus. Ja, und dazu 20 Schneidplatten oder ja, Abstechplatten, wie man das halt so kennt, in so einem chinesischen Blister. Okay. Zumindest steht es in Englisch drauf. Gut, dann würde ich sagen, montieren wir alles mal hier auf Multifix und dann können wir ja ein paar Tests machen. Einmal mal schauen, was ich in meiner Kiste noch finde. Wahrscheinlich ein bisschen Alu, Messing, Stahl und ein bisschen Edelstahl. Schauen wir mal, ob man das hier gebrauchen kann und was die so drauf hat hier. Ja, ich musste den Halter jetzt erstmal ein bisschen sauber machen von diesem, ja, ich weiß nicht, eingetrockneten Fett befreien. So, und jetzt können wir hier alles schön zusammenschieben und dann hier klemmen. Ich habe mich nämlich gerade schon gewundert, diese Klemmbacke hier oben war vom Werk falsch rum montiert, weil das total ungesund aussah und auch total schief war. Die gehört nämlich so rum, dann ist das alles auch schön gerade und das Schwert sitzt ja auch schön drin. Keine Ahnung, Chinesen halt, ich weiß es nicht. Also es kam wirklich vom Werk schon falsch rum montiert. Dann setzen wir mal eine Platte ein. Das ist jetzt eine 2 mm Platte. Ich habe die leider nicht größer gefunden. Also den Abstechmeißel habe ich nur in 2 mm gefunden. Ja, das passt aber eigentlich schon ganz gut. So, ich habe jetzt als erstes mal eine Aluwelle hier eingespannt. Die ist schon mal ausgedreht worden, hier ein bisschen. Und ich möchte jetzt hier einfach mal den Zapfen hier vorne abstechen. So, jetzt nehmen wir mal eine Messingwelle und stechen mal hier aus Vollmaterial ab. So, jetzt habe ich hier noch ein Stück Stahlrohr und ja, das testen wir jetzt auch noch mal. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Kurztest. Ja, was ist mein Fazit dazu? Ich sag mal, für so Hobbyanwendungen ist das in Ordnung.
Gut, fairerweise muss man sagen, ich habe die Teile auch einfach nur eingespannt und abgestochen. Wenn man die jetzt vorher noch bearbeitet hätte und der Rundlauf ein bisschen besser wäre und anders eintaucht und allem drum und dran mit vielleicht ein bisschen anderen Vorschub und Drehzahl, dann mag das vielleicht alles wieder anders aussehen. Aber diese Drehmeißel sind ja auch so ein bisschen für den Hobbybereich eigentlich gedacht gewesen, auch bei mir. Ich würde denen jetzt nicht mehr zumuten wollen. Alu, Messing, also weiche Materialien und so, alles überhaupt kein Problem. Aber wenn es jetzt ein bisschen mehr zur Sache geht, denke ich, halten die das nicht aus. Ja, ansonsten für 40 Euro kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Könnt ihr euch ja auch mal bestellen, mal testen, wenn ihr Spaß dran habt und sowas. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.